Hallihallo. Ja, heute öffnen wir das Türchen Nummer 10 und wir fangen auch direkt an. Ja, ich nehme zuerst mal wieder das Kleine. Gucken wir mal. Und da haben wir dieses Washi-Sample. So ist es richtig. Auch sehr schön. Packen wir mal das aus. Ist wieder sehr gut eingepackt. Also wird es jetzt einfach aufgerissen. Ui, mal gucken, was das Schönes ist. Mein Gott, ich mache hier alles kaputt. So, jetzt haben wir es aber. So. Ah! Da haben wir diese Swirls. Diese Chipboard-Dinger hier. Die finde ich total schön. Davon habe ich jetzt auch schon recht viele in verschiedenen Farben. Was ich ein bisschen schade finde. Ich habe die damals auch mir mitbringen lassen von jemandem aus dem Action, weil ich die auch echt mega klasse finde. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, als ich mitbekommen habe, dass sie nicht selbstklebend sind. Also die sind nicht selbstklebend, was man eigentlich meinen könnte. Zumindest habe ich es angenommen. Aber die sind trotzdem schön. Man kann die ja selbst kleben, nur die sind halt von der Form her. Das ist halt immer so ein bisschen ein Gewurstel dann, wenn man die selbst klebt dann. Die sind ja sehr, sehr schmal. Hier die Silhouette und ja, da muss man dann halt Kleber drauf kriegen. Aber das ist jetzt nun auch nicht so problematisch. Aber ich hätte wirklich angenommen, dass die selbst klebend sind. Ja, und das war es auch schon. Vielen Dank, ihr beiden. Ich freue mich auf jeden Fall. Das Washi-Tape ist sehr schön. Die gehen immer, die sind auch sehr schön. In Pink sowieso. Und ich würde sagen, bis morgen zu Türchen 11. Bye, bye.